Hallo, wie schön, dass du reinhörst hier beim Podcast Wagemutig. Mit Impulsen, Insights und Interviews zu der Frage, wie du es schaffst, dir mutig ein Leben nach deinen Vorstellungen zu erschaffen, sodass du in der Rückschau sagen kannst, was eine geile Zeit. Mein Name ist Annika Seidenfaden und ich bin dein Business Coach, wenn du dich nicht mehr zufrieden geben willst mit etwas, das ganz okay ist oder mittelmäßig oder sicher, aber nicht wirklich und für dich ganz persönlich großartig ist. Hallo meine Liebe, heute habe ich wieder einen ganz, ganz besonderen Interviewgast und zwar habe ich Lena Petersen heute bei mir im Podcast. Und Lena ist Künstlerin und Designerin und das, was sie macht, ist, dass sie großartige Wandgemälde erstellt. Also richtig, richtig großflächig. Und zum Beispiel hat sie irgendwann eins ihrer ersten Projekte war eine, ich glaube, es war 3x30 Meter Wand bemalt. Und ja, wir sprechen heute über ihre Reise, was ihr wichtig ist bei ihrer Kunst, was sie inspiriert, was sie motiviert, was ihr Mut macht. Und ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen kannst, damit du auch inspiriert bist, deinen Weg weiterzugehen. Ganz viel Spaß dabei. Hallo liebe Lena, so schön, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ich freue mich mega. Herzlichen Dank, ich freue mich auch ganz doll. Ich bin schon ganz gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, weil als die Hörerinnen wissen das ja wahrscheinlich nicht, aber tatsächlich habe ich dich ja einfach nur in Anführungsstrichen über Instagram entdeckt. Also heißt, wir kennen uns ja irgendwie gar nicht, aber genau, da bin ich irgendwie auf dich gestoßen und war so fasziniert von diesen Wandgemälden, die du machst, dass ich gedacht habe, Wahnsinn, mit dieser Frau möchte ich gerne sprechen. Insofern, ich freue mich wirklich ganz, ganz doll, dass du heute hier bist. Wie schön zu hören, danke. Ja, vielleicht kannst du mal kurz sagen, also wie bist du da hingekommen, dass du diese, also vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was machst du da überhaupt, weil die jetzt zuhört, hat ja vielleicht noch kein Bild von dir gesehen oder weiß gar nicht, was sich dahinter verbirgt, was du tust und vielleicht so ein bisschen, ja, wie war da so dein Weg, wie hast du das geschafft, wie bist du da hingekommen, wo du jetzt heute bist? Ja, gerne. Also, ich bin als Kind, habe ich schon viel gemalt und habe mir mit 5 tatsächlich eine Staffelei gewünscht. Und da war das schon so in mir. Also man spürt ja ganz oft als Kind schon, wo eigentlich die Reise hingeht. Und dann verliert man die ganz oft auch wieder. Ne? Also das, was einem als Kind Spaß macht, ist oft Indikator, wo es auch hinterher nochmal hingehen könnte. Und bei mir waren es eben tatsächlich die Farben, die Malerei und wir sind auch mit dem VW-Bus immer durch Europa gefahren und sind in jedem Museum gewesen und da saß ich dann mit meinen eingeflochtenen Zöpfchen und habe irgendwelche Bilder nachgemalt. Ja, habe mich da immer in der Welt schon wohlgefühlt und auch verbunden gefühlt, der Malerei. Aber das ist ja der Wahnsinn. Warte, ich muss noch mal ganz kurz fragen, weil ich erinnere das irgendwie, dass meine Eltern irgendwie früher mit uns auch irgendwie, also vielen Museen gegangen sind und so. Also ich kann jetzt nicht von mir behaupten, dass ich da als Kind schon so war. Also ne, es gab bestimmt Bilder, die fand ich irgendwie schön, aber ich fand jetzt so Museum und so, ich fand das immer so ein bisschen, also bei mir war das irgendwie nicht so. War das wirklich so, dass du als Kind dann schon, dass du so diese Faszination gespürt hast und dass du das dann, also dass du da inspiriert von warst, wirklich vom Museum und den Bildern? Ja, aber ich habe vor allen Dingen auch 2 Pädagogen als Eltern und ich glaube, die hatten mich einfach auch wahnsinnig gut angeleitet, mich und meine Schwester. Ja, okay. Und zwar hatten sie eben dann gesagt, geht mal durch und guckt eben nach, welches Bild berührt euch besonders oder wo fühlt ihr euch angesprochen und haben uns dann extra Buntstifte und einen Block gekauft und dann gesagt, und das, was ihr am schönsten findet, das malt ihr einfach mal ab. Also sie haben uns da auch schon so erstmal hingeleitet. Hm. Was natürlich viel ausmacht. Ne? Wenn man sonst da nur guckt, dann weiß man vielleicht auch gar nicht, wonach man suchen soll. Aber wenn man wirklich ein Bild suchen soll oder darf, was am meisten anspricht, dann guckt man sich die Bilder ja auch genauer an. Ja, das stimmt. Also da hatte ich, glaube ich, das Glück, dass ich gut angeleitet wurde. Ja, okay. Und dass es dann auch weiterhin sprühen durfte. So. Hm. Ja, spannend. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Und es ist viel auch der Kontext so. Ne? Also wenn das sozusagen so dieses ist, Mama und Papa wollen ins Museum und du kommst jetzt mit, so ungefähr. Genau. Ist genau. Vielleicht nicht ganz das gleiche Setting. Genau, ja, wahrscheinlich. Ja. Und dann ging es auch immer weiter so und dann hatte ich auch einen Kunstleistungskurs und dann war aber
kam etwas ganz Neues in mein Leben, und zwar meine Schwester wurde Model und hat einen Beauty-Fotografen geheiratet, und dann bin ich in den Ende 90er Jahren in dieses Blitzlichtgewitter gekommen, in der glamourösen Modewelt, und habe das erste Mal gesehen als, wie gesagt, Pädagogentochter. War das sowas Neues, dass ich dachte, oh mein Gott, ich möchte ein Teil davon sein, und habe mich umgeguckt und habe dann geguckt, was zu mir passt, und da saß eben einer mit ganz vielen Farben und ganz vielen Pinseln, und da wusste ich, ach, das möchte ich jetzt machen. Da war ich 16, 17, sowas. Ich habe mit 18 Abitur gemacht, also genauso in der Abiturzeit. Ja. Und dann, ja, habe ich mich dafür entschieden, was auch ganz schön war, weil dann bin ich relativ schnell, ich hatte erst eine Weltreise gemacht und bin dann relativ schnell Make-up-Artistin geworden. Und habe mir da auch dann relativ schnell einen ganz guten Namen gemacht und habe auch viele bekannte Persönlichkeiten geschminkt und bin durch die Welt geflogen. Und das war auch genau mein Ding. Also ich konnte so viel Erfahrung sammeln, ich konnte mit so vielen tollen Fotografen arbeiten, deren Blicke sehen. Ich hab mit vielen tollen Creative Directors zusammengearbeitet. Und wenn man in dieser Werbe- und Fashion-Welt ist, dann trainiert man nochmal ganz anders das Auge, ne? Weil man ist ja jeden Tag am neuen Setting. Und jedes Mal mit einer neuen Aufgabe. Und das war auch eine ganz tolle Welt für mich. Also es hat schon auch gepasst, bis dann eben mein Sohn kam. Und der war eine Kinderüberraschung. Also der kam ganz plötzlich zu mir geflogen. Und ich weiß nicht, ob das allen so geht, aber in diese Schwangerschaft, das merke ich jetzt auch schon wieder. Es entsteht auch schon wieder was ganz Neues irgendwie. Entsteht in einem schon wieder so ein neuer Antrieb. Man guckt noch mal mehr wieder nach sich selber und was man braucht. Und da habe ich gemerkt, nee, das möchte ich eigentlich nicht mehr machen. Der Wunsch zieht mich doch wieder zu was anderem hin. Okay. Und da habe ich dann erstmal die Zeit genossen mit meinem kleinen Kind länger. Und danach wusste ich aber, ich werde das nicht weitermachen. Und wie, weil das, was finde ich ja immer so spannend, wenn ich irgendwie all diese tollen Frauen-Interviewer, die dann so, weißt du, wenn man so in der Lage ist, irgendwie wirklich so dem Ruf seines Herzens oder seiner Intuition zu folgen, kannst du das noch sagen? Also wie sich das, war das dann einfach nur ein Gefühl, dass du wusstest, okay, in diese Make-up-Artist-Welt willst du nicht mehr zurück? Oder also wie kam das für dich, dass du dann so ganz klar darin warst, ohne zu wissen, was es dann ja vielleicht als nächstes sein soll, dass es einfach nur was anderes sein soll, was Neues kommen darf? Ja, also ich glaube, da bin ich so ein bisschen gesegnet, weil ich habe, seit ich klein bin, eine ganz starke Spiritualität, die ich mir selber aufgebaut habe. Also meine Eltern sind beides Atheisten. Mein Vater sogar geht sehr in die wissenschaftliche Richtung. Und ich hatte aber immer so das Gefühl, ich habe eine Verbindung nach oben. Und deswegen habe ich eigentlich immer genau auf das gehört, was meine Stimme mir sagt. Also ich weiß auch immer gar nicht, ist es meine Stimme oder kommt sie von jemand anderem. Ich nenne es immer noch ganz naiv den lieben Gott, aber man kann es alles andere auch nennen. Also es ist jetzt keiner Religion zugehörig, ja, irgendwie. Ja. Und daher habe ich eigentlich schon immer so dieser Stimme vertraut. Also ich hab das dann, wenn es sich so genau anfühlte, habe ich den nicht hinterfragt. Also ich bin so auch auf Weltreise gegangen und hatte dann auch keine Angst oder sowas, ne? Und damals war es jetzt nicht so wie heute, das macht ja jeder, aber ne, dass man den Rucksack packt als Mädchen und alleine loszieht, war auch nicht so selbstverständlich. Und das habe ich aber alles so im Vertrauen gemacht, und somit war das dann für mich genauso im Vertrauen. Okay. Okay, das heißt, du wusstest einfach irgendwie, okay, das soll es nicht mehr sein, und jetzt ist irgendwie Zeit für was Neues. Genau, jetzt ist Zeit für was Neues, und das war für mich auch ganz klar. Und ich hatte auch keine Idee, wie das aussehen konnte. Ich hatte auch nicht vor, irgendwas Neues eigentlich jetzt so anfangen, in der Ausbildung zu lernen oder sowas. Ich wusste irgendwie, dass das, was ich dann machen möchte, ist schon da. Und ich hatte keine Ahnung, in welcher Form und was es werden wird. Ich wusste nur, es wird. Ja, Wahnsinn. Aber ich finde das voll schön, weil ich glaube, uns ist das irgendwie so abhanden gekommen, ne? Also so dieses in der heutigen Zeit, also und vielleicht
geht es auch nur mir so, wobei ich das irgendwie nicht glaube, so dieses, weißt du, dass wir so viel mit dem Verstand und der Logik erklären wollen und so viel irgendwie gute Argumente für irgendwas haben wollen, warum wir jetzt das eine oder das andere machen. Und deswegen finde ich das immer so, ja, wirklich so spannend und so faszinierend, wenn jemand irgendwie einfach sagt, so nee, ich hatte einfach dieses Gefühl, da kommt was Neues. Ich muss jetzt auch nicht noch irgendwas großartig lernen. Ich muss jetzt nicht noch irgendwie eine Ausbildung machen, wie du ja gerade gesagt hast, sondern ich kann mich da jetzt so reinfallen lassen, so ein bisschen. So hörte sich das gerade an. Ja, voll gut. Wobei ich finde, zum Glück ist es so, dass ich jetzt immer mehr dahin geht. Ne? Also es werden ja auch immer mehr Hilfeangebote gegeben, dass man eben wieder zu sich kommen kann und dieser inneren Stimme, also Meditation ist mittlerweile ganz normal, Yoga ist mittlerweile ganz normal und das sind ja alles Hilfsmittel, wie man wieder dazu kommt, auch seiner Intuition auch Gehör schenken zu können. So, ja. Also ich glaube, das ist eine ganz schöne Zeit, dass es immer mehr wird. Auch. Ja, das stimmt. Ja, okay, aber wie spannend. Und dann dann wusstest du nur, okay, es wird irgendwie was Neues, was anderes. Und wie ging es dann weiter? Genau, dann habe ich einen Platz bekommen in einem Atelier von einer Freundin und habe einfach erstmal in ganz klein gemalt. Also ich wusste schon, dass es geht in Richtung Malerei geht. Und habe im ganz klein gemalt und hatte das dann so mal bei Facebook gepostet. Und dann ging es auch ein bisschen weiter. Also habe ich mich da auch wohl drin gefühlt, aber ich habe mir ganz viel Zeit gelassen. Also ich hatte nicht wirklich viel Erspartes, aber ich habe alles so runtergeschraubt, dass ich auch nicht viel brauchte. Ne? Also dass ich hatte jetzt nicht von mir selber erwartet, dass jetzt gleich die Reichtümer kommen, sondern ich habe gesagt, nein, das ist mir so viel wert und ich habe alles, was ich brauche, auch wenn ich ganz wenig habe, dass ich jetzt nicht... das Finanzielle mir nicht als Schranke genommen habe. Dann kam zu Ostern, weiß ich noch was zu Ostern, meine Schwester und hat gesagt, du hast du schon was von Instagram gehört? Und dann hatte ich noch nicht was davon gehört und hatte mir das angeguckt und sie meinte, ja, das passt doch eigentlich dadurch, dass du malst und das ist ja sehr visuell, stell doch mal was da rein. Ja. Und dann hatte ich eine Sache erst reingestellt und dann kam, oder zwei Sachen, und dann kam eine Freundin auf mich zu und hatte mich gefragt, ob ich auch solche Illustrationen an die Wand malen könnte. Also sie kam eigentlich, ehrlich gesagt, auf die Idee. Ich kam gar nicht auf die Idee. Weil ihre Freundin ein neues Restaurant eingerichtet hat und sie bräuchte dafür ein schönes Wandgemälde und eigentlich wären die Illustrationen, die ich da gemacht habe oder die kleinen Gemälde, die ich da gemacht habe, genau das, was da reinpassen würde. Und dann hatte ich kurz mit ihr telefoniert und sie hat gesagt, ja, schick mir doch eben mal was rüber und dann habe ich das in der Nacht noch fertig gemacht, habe ihr was rübergeschickt, was ich dachte, was da hinpassen könnte und dadurch, dass ich eben in der Modewelt so lange gearbeitet habe, kann ich ganz schnell Informationen aufnehmen, was braucht jemand. Ich sehe ein paar Bilder und sehe, so sieht's aus und kann dann fühlen, was passt dazu. Also die Zeit davor war eigentlich die perfekte Lernzeit für das, was ich gemacht habe, weil ich eben so schnell dann umsetzen konnte oder die Gedanken lesen konnte, das Gefühl lesen konnte von demjenigen, was brauche ich eigentlich, und habe mir das dann auch gegeben. Und ich war natürlich mega aufgeregt. Ich habe ja noch nie eine Wand bemalt. Wusste auch überhaupt nicht, ob ich das kann, auch in den Dimensionen zu malen. Und habe es dann aber einfach gemacht. Weil sie kam gleich am nächsten Morgen, hat gesagt, das gefällt dir gut. Und da habe ich gesagt, na gut, dann mache ich das. Und das war im Prenzlauer Berg, das Akemi. Das ist ein schönes japanisches Restaurant. Und da habe ich eben auch eine Frau gemalt, die ihr dann auch die Akemi ist. Und die... schöne japanische Elemente mit reingemalt. Und das kam so gut an. Und was noch viel wichtiger war, ich habe gemerkt, das macht mir total viel Spaß. Und das kann ich irgendwie. Also es fiel mir nicht schwer. Also es war einfach, es ging mir leicht von der Hand. Dieses Große hat mir irgendwie gut getan, weil ich liebe große Ergebnisse. Ne, ich liebe auch direkte Ergebnisse und ich mag es ja auch, das kannte ich ja auch von der Fashion-Welt, dass ich irgendwo hinkomme, eine neue Situation habe, etwas erschaffe und wieder wegfahre. Also
das hatte ich ja immer so gehabt bei den Fotoshootings. Mhm. Und deswegen kam mir das ganz gelegen, dass ich in eine neue Welt eintrete, dort was erschaffe und dann wieder weggehe und dass danach ein großes Resultat da ist. Also das war zu 100% meins. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren und habe zu Hause ein Bild an meine Wand gemalt, mhm. was so 3x3 Meter ungefähr, 3x4 Meter war. Und das habe ich dann auf Instagram gepostet. Mhm. Und damals war der Algorithmus noch ein bisschen anders, weil es war recht neu. Und dann wurde es viel mehr Menschen noch eingespielt, die man nicht kannte, obwohl man nur 200 Follower hatte. Also das ist ja jetzt gar nicht mehr so. Ja. Und somit hatte das dann Anita Tillmann gesehen, die Chefin von der Premium. Und die Premium ist ja eine große Modemesse in Berlin. Und die hat das gesehen und hat mich angerufen und hat gefragt, Mensch, kannst du nicht das Gleiche, was du da auf deine Wand gemalt hast, kannst du das nicht in 30 Meter Länge, 5 Meter Höhe live bei der Messe in 5 Tagen malen? Wow. Und da musste ich natürlich erstmal kurz schlucken und überlegen und habe dann, bei mir ist es so, das war auch schon bei der Weltreise so, ich überlege immer, als erstes kann ich davon sterben. Weil die größte Angst kommt ja immer vom Tod. Also habe ich überlegt, kann ich davon sterben? Und irgendwie dachte ich, naja, 5 Meter Höhe, irgendwie ja vielleicht schon. Also, wie bei der Weltreise ja auch. Ja. Und das Zweite, was ich mich dann immer frage, ist es mir das wert? Also wäre es mir wert, diesen Versuch zu haben, auch wenn er so viel Angst hervorrufen könnte oder eine minimale Gefahr da wäre, dass man davon stirbt. Ich meine, man kann ja von allem Möglichen sterben, aber man muss ja trotzdem seine Entscheidung an irgendwas messen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja klar kann ich das. Aber wusste ich natürlich auch nicht, ob ich das kann. Und so viel zu, ich mag gern große Ergebnisse. Ja, genau. Also das war dann wirklich groß. Ja. Und ich konnte das auch gar nicht einschätzen. Also ich konnte es überhaupt nicht einschätzen, ob das in der Zeit machbar ist, ob ich das kann. Vor allen Dingen hatte ich einen Stil gewählt, wo ich nur einen Stift hatte, einen schwarzen Stift, so einen Acrylstift, und den auf eine weiße Leinwand gesetzt habe. Und das kannst du nicht wieder übermalen. Also jeder Strich musste dann auch noch sitzen. Und ich hatte noch nie live gemalt. Also, und es war, wie gesagt, das dritte dann, ne? Das dritte Wandgemälde. Ja. Und ja, aber ich dachte, das Schlimmste eben wäre der Tod und danach natürlich eine Blamage. Ne? Klar, also da ist ja eine große Modemesse, es ist eine Riesenwand, die stellt mir die zur Verfügung. Die haben sogar eine extra Leinwand daran getackert, die sehr viel Geld gekostet hatte. Also es wäre auch eine Form von Blamage oder eben, genau, dass man, aber das Schöne daran ist, ich bin ja nicht Herzchirurg. Ne? Also es gefährdet niemanden anderen. Ne? Und ich glaube, Entscheidungen, die niemand anderen gefährden, kann man dann eben auch schneller fällen. Ja, aber es ist trotzdem, finde ich, eine schöne Frage, deine zweite. Also klar, da kann man davon sterben, ist sie auch natürlich berechtigt. Und wenn du mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagst, ja, dann sollte man es vielleicht einfach nicht tun. Genau. Aber diese Frage, wieso ist es mir das wert, finde ich irgendwie voll schön, weil das so, weiß ich nicht, weil ich manchmal auch so denke, oder bei mir ist es dann manchmal so dieses, weißt du, wenn man irgendwie so irgendwann in der Rückschau auf sein Leben guckt, dass man dann so denkt, oh Mann, hätte ich dann vielleicht irgendwie bereut, weißt du, oder hätte ich das irgendwie gerne gemacht oder gesagt oder genau diese Reise unternommen oder wäre woanders hingezogen. Also egal, was man irgendwie vorhat. Und da, finde ich, hat man ja dann auch immer so einen ganz guten Indikator, ne? Dass man so denkt, so Mann, ich glaube, ich fände es schade im Nachgang, wenn ich sozusagen ja, wieder rauszoome aus diesem Moment, wo man dann so denkt, oh Gott, ich weiß ja gar nicht, wie ich das jetzt schaffen soll oder wie das gehen soll. Also finde ich voll... Das stimmt, aber als ich auf Weltreise gefahren bin, hatte ich auch so einen kleinen Moleskine dabei und da habe ich als ersten Satz reingeschrieben, von Coco Chanel, das Zitat, ich bereue nichts im Leben, es sei denn, ich habe es nicht getan. Also ja. Deswegen, das habe ich schon verinnerlicht gehabt und habe mich denen dann einfach gestellt. Und es war super, weil danach ging es direkt los. Also dann, dadurch, dass es eben so eine große Modemesse war, war das natürlich die beste Werbeplattform, die ich überhaupt haben konnte. Und dann war ich danach 2 Jahre ausgebucht.
Ja, wow. Und dann kam das eine zum nächsten und das nächste. Also, und dann auch gleich so spannende Sachen wie in Israel die Börse bemalen und den Züricher Opernball. Und also wirklich tolle, ich bin für die Designweg nach Beijing. Also das ging dann alles ratzefatze und ohne dass ich dann noch in dem Moment viel dazu tun musste, sondern auch Instagram wuchs und dann hatte ich doch wirklich viel über Instagram bekommen, aber eben auch schon von dieser Modemesse gleich am Anfang. Ja, Wahnsinn. Guck, und ich wollte dich noch fragen, irgendwie bei den Klienten, die du so auszugsweise auf deiner Seite hast, wie die alle auf dich aufmerksam geworden sind, aber... Ja, genau. Social Media macht's möglich, ne? Also für alles Visuelle vor allen Dingen, aber auch Spirituelles oder so ist wirklich das eine tolle Plattform, um sich zeigen zu können. Ja, wobei ich finde, das ist ja dann, also das ist ja nur die halbe Miete jetzt, wenn du sagst, Social Media macht es möglich, weil ich meine, irgendwie steckt da ja eigentlich so dieses drin, dass du dich halt einfach getraut hast, diesen riesen Sprung zu machen und auf dieser Messe live zu arbeiten und in Kauf zu nehmen, dass du dich blamierst und ohne zu wissen, ob du das irgendwie kannst in der Größe, und hast dich da einfach ja total reingestürzt in dieses Abenteuer, ne? Also das ist ja eigentlich so dieses, weißt du, und das finde ich halt deswegen so spannend, weil ich glaube halt, das gilt irgendwie sowohl für, also sowohl dafür, wenn du irgendwie wirklich so ein Talent mitbringst, weißt du, so wie das bei dir irgendwie ist, dass du ja auch gesagt hast, du hast als Kind schon einfach da so einen Bezug zu gehabt. Und ich glaube, manchmal verstecken sich Leute so dahinter, weißt du, dass sie irgendwie sagen, ja, ich habe aber nicht so ein Talent oder ich würde das zwar gerne machen, aber es geht irgendwie nicht. Und am Ende ist, glaube ich, so viel, aber dieses traust du dich dann in dem Moment, wenn dir eine Chance gegeben wird oder wenn sich eine Möglichkeit ergibt, traust du dich dann da irgendwie zu springen und es zu machen und einfach auszuprobieren. Und ich glaube, ganz oft ist es dann so, dass wir dann doch irgendwie denken so, okay, vielleicht jetzt noch nicht, nächstes Jahr vielleicht oder wenn ich noch ein bisschen besser bin. Weißt du, du hättest ja auch sagen können, ja, cooles Projekt, aber ich glaube, ich möchte irgendwie noch mal zumindest irgendwie 2 Wandgemälde mehr gemacht haben, bevor ich mir das zutraue. Und das hast du ja nicht gemacht. Das stimmt, aber ich glaube, das kann man auch üben und ich glaube, ich hatte davor auch gute Möglichkeiten, es zu üben, weil das Beste, was mir je passiert ist, war von einem Lehrer, der gar nicht wusste, dass, oder eine Lehrerin, die gar nicht wusste, dass sie mir damit sowas Gutes tut. Und zwar war das im Kunstleistungskurs. Und im letzten Jahr durften wir nie ein neues Papier nehmen und wir durften auch nicht radieren. Das heißt, sie hat gesagt, aus jedem, was ihr macht, müsst ihr wieder was Neues erschaffen. Mhm. Und ich glaube, das war eigentlich die beste Lehre, die ich haben könnte, auch dann als Make-up-Artist, weil als Make-up-Artist musst du auch sofort, du bist die Erste am Set, die anfängt, was zu erschaffen, was dann genau reinpasst in alles, und so viel Zeit für Fehler hast du da auch nicht, weil das ja meistens ziemlich eng getaktet ist. Mhm. Und dieses Wissen oder diese Übung, dass man aus jedem Fehler, den man macht, etwas Neues erschaffen kann, und meistens sogar etwas, was viel größer ist als das, was man sich vorstellen kann. Also ich habe immer das Gefühl, dass der Geist gar nicht das sich ausdenken kann, was Fehler einem am Ende schenken. Also ich sehe das immer auch so ein bisschen, ne? Ich sage es ja immer, mein lieber Gott, so naiv, aber ich habe immer das Gefühl, jeder Fehler wird mir geschenkt und dann muss ich eben was daraus machen. Und in dem Moment verliert man natürlich die Angst vor dem Fehlern. Und das habe ich zum Glück schon davor lange trainiert gehabt. Also man sagt ja auch immer, dieses Glück ist eigentlich der Moment, wo man vorbereitet war und es dann einfach auch nehmen kann in der Vorbereitung, die man davor schon hatte oder umsetzen kann dann. Ja, war spannend, dass du es sagst. Also würdest du dann wirklich sagen, dass du über deine ganze Zeit davor einfach gelernt hast, keine Angst mehr vor Fehlern zu haben oder das vielleicht einfach gar nicht mehr als Fehler zu sehen, ne? Also weil dann... Genau, und ich war ja immer in neuen Situationen. Ich hatte auch beeindruckende Persönlichkeiten in meinen Händen, ne? Also ich hatte Angela Merkel geschminkt, andere Politiker, andere Schauspieler, andere Sänger. Und man verliert so die Angst vor etwas, was sich auch groß anfühlt, wenn man dann natürlich trainiert ist. Aber ich denke, dass man es auch im Kleinen trainieren kann. Also man muss es ja gar nicht in dem Großen trainieren, sondern ich glaube, wenn man sich am Alltag erlaubt, aus den Fehlern, die man macht, was Neues zu erschaffen, dann trainiert man das nach und nach.
Aber was würdest du, hast du vielleicht noch einen Tipp irgendwie für die, die jetzt zuhören? Also weil ich mir jetzt in der Tat auch vorstelle, also wenn man jetzt da auf einmal einen bekannten Schauspieler oder so jemand wie Angela Merkel vor sich sitzen hat, dass man vielleicht wirklich denkt, okay, das muss jetzt irgendwie gut sein und hoffentlich ist die dann zufrieden damit und alle anderen auch. Oder vielleicht ja auch sowas, was rede ich jetzt mit der oder redet man überhaupt mit der oder mit dem, also egal, wer da vor dir sitzt, ne? Wenn das jemand ist, der, wo man irgendwie so denkt, okay, das ist jetzt nicht die Nachbarin von nebenan. Ja. Was würdest du denn sagen? Also wie schafft man das, dass man dann da so, also weil es hört sich so an, als wärst du da irgendwie so ganz bei dir immer gewesen. Ja, das Spannende ist ja, wenn man Make-up-Artist ist, dass wenn man überlegt, wer fässt einen sonst in das Gesicht? Also die Mutter vielleicht gerade noch eine Freundin und das Kind, eine Freundin und das Kind oder der Partner eben. Mhm. Aber sonst fassen eigentlich viele Menschen ins Gesicht. Das heißt, man kann so schnell eine Intimität aufbauen, die man sonst überhaupt nicht erschaffen kann. Und wenn man viele Menschen in den Gesichtern, in den Händen hatte, ja, dann merkt man eben, ich habe ja auch nicht mit Angela Merkel angefangen. Es waren ja auch da viele vorher, auch tolle Persönlichkeiten, tolle, tolle Modelle und so, sind ja auch alle genauso spannend. Oft merkt man eben, jeder ist Mensch und jeder ist menschlich und jeder ist aufgeregt auch oder jeder fühlt sich mit Sachen nicht wohl. Also jeder, auch Prominente, hat mir vorher gesagt, was ihnen nicht gefällt an sich und wo man vielleicht ein bisschen mehr noch machen kann oder sowas. Also die Menschlichkeit ist ja bei jedem gleich eigentlich. Und das merkt man, glaube ich, besonders, wenn man den Menschen dann so nah ist. Und dann verliert man auch die Angst, weil wieso sollte man selber nicht weniger menschlich oder mehr menschlich oder sein? Also das, die Menschlichkeit, finde ich, haben wir alle. Wir haben alle unsere Fehler, wir haben alle unsere Schattenseiten, wir haben alle unsere Ängste. Und wenn man da ganz authentisch mit denen umgeht, dann freuen sie sich eigentlich alle. Ja, das glaube ich sofort. Aber jetzt so für, also, weil du das ja dann irgendwie ganz gut geschafft hast, da so vielleicht nicht daran zu denken, was irgendwie schief gehen könnte, sondern ja dann gefühlt über so gesehen hast, was da halt alles draus werden kann, das ganze Potenzial, was dahinter steckt. Ist das dann einfach gewesen, weil du einfach gar keine Gedanken darauf verschwendet hast, was schief gehen kann? Also ich habe mir auch, glaube ich, nicht das Potenzial ausgemalt. Also ja, ich habe es einfach nur als ein einziges Abenteuer gesehen. Also ich habe, und Abenteuer mag ich, das hat man ja vorhin schon gemerkt. Also ich habe es als ein einziges Abenteuer gesehen. Und dann, als ich erst wo dieser riesen Wand stand, ich meine 30 mal 5 Meter, das ist eine riesen Halle einfach. Ja. Dass ich, wie soll man das bemalen, mit einem Stift? Also ich hatte ja diesen kleinen Stift da. Und habe mir dann aber gesagt, ich teile mir das wirklich immer nur in das ein, was ich sehen kann. Also es wächst ja sowieso. Und ich habe mir auch gesagt, es muss nicht voll werden. Also ich habe mir erlaubt, selber zu bestimmen, wie es wachsen darf. Mhm. Und habe es mir versucht, so einfach wie möglich zu machen. Also ich habe mir mir Formen gedacht, ich meine, ich habe ja die Natur gewählt, das war so ein großer Dschungel und die Natur ist auch nicht perfekt. Also die ist in ihrer Perfektion, sie ist so wahnsinnig perfekt, aber sie ist eben auch Chaos. Also sie vereint Chaos und Perfektion und ich habe mir eben erlaubt, dass ich wirklich nur das kleine Stück immer vor mir sehe und dann Schritt für Schritt es wachsen lasse und mich immer auf genau das nur konzentriere, was vor mir ist und ich habe mir auch nicht ausgemalt, wie es am Ende aussehen wird und ich wusste auch nicht, wie es am Ende aussehen wird. Also ich hatte keine Ahnung. Ja, Wahnsinn. Aber guck, vielleicht ist das genau der Trick oder irgendwas, was man halt irgendwie auch so ganz gut vielleicht irgendwie transportieren kann in alle möglichen anderen Situationen. Weißt du, dieses so völlig im Moment sein, immer nur das nächste Stück sehen und sich irgendwie erlauben, mit dem, was man da gerade erschafft, zu wachsen und irgendwie eben nicht schon vorher wissen zu wollen, wie exakt das Ergebnis ist. Ne? Ja. Ja, und vielleicht also schon auch ein Ziel zu haben. Also man könnte ja auch so ein Ziel haben wie ein Business, ne? Du machst ja vor allen Dingen Business Coaching auch oder Inspiration dafür. Man hat dieses Ziel, etwas zu erschaffen, aber man kennt den Weg noch nicht. Ja. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, dass man den Weg nicht kennt. Ja. Und man kann währenddessen auch, glaube ich, den
Weg, also das große Ziel vergessen oder zur Seite schieben. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man es hat, weil sonst fängt man, glaube ich, nicht an. Also ich hätte ja nicht angefangen, so groß zu malen, hätte ich nicht das Ziel, es eigentlich voll zu malen. Ja. Sonst kommt man ja gar nicht auf die Idee, 5 Tage da Tag und Nacht durchzumalen. Das macht man ja nicht. Also ich glaube, ein großes Ziel zu haben ist schon gut. Und ich glaube auch, ein Ziel zu haben, vor dem man ein bisschen Angst hat. Ne? Ein bisschen ist natürlich immer Spannung dabei, ist auch gut, weil dann wächst man ja dadurch über sich hinaus. Ja. Aber dass man dann das Ziel auch beiseite legen kann und sich wirklich nur Schritt für Schritt darauf konzentriert und auch guckt, was tut mir denn gut, auch gerade, was kann ich gerade leisten, was liegt direkt vor mir, was ich jetzt machen kann, was ist das kleine Bild, was ich jetzt direkt vor mir habe, was ich jetzt erreichen kann. Und ich glaube, dann wächst es schrittweise, ohne dass man sich so Druck aufbaut. Auch. Ja, genau. Ja, insofern passt das, also das Bild passt in der Tat perfekt für so einen Business-Aufbau. Ich glaube eigentlich für jedes große Ziel, weißt du, genau wie du sagst. Also klar ist das irgendwie so, man muss mal einmal festlegen, wo will man eigentlich irgendwie hin. Und dann ist eigentlich das, was du gerade beschrieben hast, ist, glaube ich, das, was ich immer nenne, dieses, das Wie ist nicht dein Business, so, ne? Also wie du dann dahin kommst und so, das, darüber musst du dir keinen Kopf machen, sondern dann eben dieses, wie du es beschrieben hast, du konzentrierst dich dann nur auf das, was gerade vor dir ist. Und dann folgst du irgendwie den Impulsen, die du auf dem Weg hast. Und ich weiß nicht, wie das dann bei dir war, ob du halt vorher alles schon ein bisschen geplant hattest oder ob das dann auch so war, dass du dann irgendwann da eben wieder gestanden hast. Und dann kam irgendwie eine Idee, wie sich das Bild jetzt weiterentwickeln darf. Ja, also ich habe es nicht geplant. Ich sollte auch eine Illustration vorher schicken und die... Die sah null so aus, wie sie hinter wurde. Und die war auch sehr, habe ich extra gesagt, ich mache sowas von rudimentär. Also ich habe überhaupt nicht da versucht, in irgendeiner Form Perfektion reinzustecken. Und das mache ich auch bis jetzt nicht, weil nämlich es ganz schwierig ist, für Leute, die das nicht machen, ist zu transportieren, das, was ich sehe, ist dann in groß, also das Kleine auf das Große. Und ich will mir auch die Möglichkeit bewahren, dass ich eben nicht 1:1 etwas arbeite. Also ich arbeite immer direkt aus dem Herzen. Ich arbeite immer direkt auf die Wand drauf, weil so kann ja es erst wachsen. Auf dem Papier wächst es nicht so wie auf der Wand. Und in der Umgebung wächst es auch anders. Und wenn ich in der Umgebung bin, dann kenne ich die Menschen, dann sehe ich den Ort, dann spüre ich, was der braucht. Also das kann ich ja gar nicht alles auf dem Sofa oder ich arbeite sehr gerne auf dem Sofa, aber sagen wir mal Schreibtisch, aber stimmt nicht. Also, das könnte ich ja gar nicht da so malen, weil ich ja gar nicht das spüren würde. Ja. Ja. Also nein, ich habe es nicht geplant und ich mache es immer noch nicht. Und das war, glaube ich, die beste Übung, um auch zu sagen, ich muss es nicht vorher planen. Es ist okay, wenn ich das wachsen lasse in dem Moment, wo ich dabei bin. Ja, super. Ja, und ich stelle mir das auch so spannend vor, also gerade wenn das so eine Kombination ist aus Kunst und Träumen irgendwie, ne, weil die ja, also das eine funktioniert ja ohne das andere nicht, ne, das musst du ja den Raum und wofür es irgendwie gedacht ist und welche Menschen sich da bewegen, irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen mitnehmen, sonst, ja. Ja, und vor allen Dingen auch den Menschen, der das macht, weil meistens sind es ja Herzensprojekte, ne, wenn man ein Restaurant oder ein Café oder irgendwas da ein Wandgemälde reinsetzt, dann sind es ja meistens von genau diesen Menschen wieder der Traum. Und wenn man dann den Menschen erfahren darf, und das hat mir vielleicht auch dann diese Zeit davor gut gelehrt, diese Menschen auch zu erkennen, dann, weil ich fahre ja weg, es muss nicht mir gefallen. Ja, klar, ich mache immer das, was aus meinem Herzen kommt, deswegen ist es immer ein Teil von mir, aber ich fahre am Ende weg und die bleiben drin. Das heißt, mir ist es ganz wichtig, dass die sich dann auch da wohlfühlen. Und wenn die sich wohlfühlen, dann werden sich auch alle anderen drumherum wohlfühlen. Weil dann ist es genau das, was sie wollten, auch von ihrem Herzen her. Ja, ja. Ach, voll schön, voll schön. Ich muss mal gucken, wo kann man denn Sachen von dir sehen? Also am meisten mache ich tatsächlich auf Instagram. Ja. Ich habe zwar auch noch eine Homepage, aber ich habe immer das Gefühl, das ist so distanziert von mir, also die gibt es, aber ich weiß auch gar nicht mehr, ob Menschen überhaupt auf Homepages gucken und deswegen nutze ich einfach wirklich Instagram am meisten, okay. zu zeigen, was ich gemacht habe. Okay, und dann gibt es dieses Restaurant in Berlin, sag nochmal ganz kurz, wie das hieß? Das allererste, Akemi, ja. Das ist auch immer noch da. Cool, und gibt es noch irgendwie andere Sachen, wo man sonst sich das mal angucken kann, also irgendwie hier, also
jetzt erstmal in Deutschland oder irgendwo, wo man gut hinkommt? Ah, das ist eine gute Frage. Also ich habe zum Beispiel gerade erst im Stadion von Hannover 96 auch gemalt oder so, aber es ist, ich habe das jetzt auch was ganz anderes dann gesagt. Also in Berlin gibt es mehrere Orte, also zum Beispiel Kreuzberger Himmel ist auch so ein Herzensprojekt gewesen, auch so ein tolles Restaurant und die arbeiten ja auch so toll allgemein. Das finde ich natürlich super, wenn ihr alle dahin geht. Und sonst habe ich das gar nicht so parat, weil ich tatsächlich, ich gehe dahin, mache es und fahre wieder, also poste das und fahre wieder weg. Also für mich, ich hänge nicht sehr viel an Materiellen und auch nicht sehr viel an eine Erinnerung, sondern ich gehe immer weiter. Deswegen auch wieder sehr im Moment, ne? So, ja. Was du vorhin gesagt hast. Aber hast du irgendwie ein Projekt, was dich irgendwie besonders berührt hat oder wo es irgendwie, ja, was irgendwie speziell nochmal war? Oder sind sie alle? Ja, also tatsächlich, also man könnte auch nach Israel fahren und wahrscheinlich die Börse besuchen, aber das war wirklich spannend nochmal, ne? Weil erstmal diese Reise nach Israel und es kam auch relativ schnell, nachdem ich dieses erste Riesige da gemalt habe. Und da sollte ich dann gleich eine ganze Etage bemalen und Räume, wo sich auch wirklich wichtige Leute treffen. Also genauso danach habe ich auch noch den Wasserversorger von Israel die Etage bemalt. Und das sind Orte, da habe ich mir wirklich überlegt, was kann ich noch transportieren vom Gefühl her, was eben diese mächtigen, ja meist Männer noch, die da sitzen, dann vielleicht auch irgendwie mitnehmen. Ne? Also zum Beispiel habe ich einen Meetingraum erschaffen, da habe ich eine riesige Weltkugel gemalt und die mit Blattkupfer gemacht und habe so ausgerechnet, dass wenn die Sonne darauf fällt, dass dieser ganze Raum erleuchtet ist eigentlich von dem Strahlen dieser Erde. Und ich dachte, wenn die Männer diese strahlende Erde im Rücken haben, vielleicht entscheiden sie ein paar Sachen ganz bisschen anders als ohne sie. Also so zum Beispiel. Oder bei dem Wasserversorger habe ich große goldene Fische in dem Meetingraum gemalt. Ne? Das ist halt nicht immer nur dann um das Wasser geht, sondern dass man auch eben an das Leben denkt, während man Entscheidungen. Ja, voll schön. Boah, ich glaube irgendwie jetzt, wo du das gerade sagst, da gäbe es den einen oder anderen Meetingraum, der irgendwie solche Assoziationen gut gebrauchen könnte. Aber auf der anderen Seite finde ich es gerade voll schön. Ich hätte irgendwie gar nicht gedacht, weißt du, dass jetzt irgendwie sowas wie eine Börse oder eben so ein Wasserversorger, dass die jetzt tatsächlich dann für sowas Geld in die Hand nehmen und sagen, weißt du, das finde ich ja irgendwie auch ganz schön. Ja, aber das ist auch Israel. Israel ist dann natürlich auch, die sind sehr spielerisch mit allem. Und die sind auch, die hatten ja auch die ersten Coworking Spaces gemacht. Ich habe zum Beispiel in fast allen Mindspaces, die am Anfang gegründet wurden, habe ich was gemalt. Das waren ja die ersten Coworking Spaces auch mit in Deutschland. Und da habe ich auch ganz viele Wände gemalt. Die kann man bestimmt auch noch sehen. Ja. und die hatten ja auch Räume neu gedacht da, ne? Also ja, das waren ja auch Israelis und die haben einfach auch überlegt, wie kann man Arbeiten neu gestalten. Und ich glaube deswegen, aber es ist, glaube ich, mittlerweile überall angekommen, dass Arbeit ein Ort ist, wo man die Arbeit ein Ort ist, wo man sich eben lange aufhält und der auch sehr wohl inspirativ sein kann oder Wohlfühlen mit transportieren kann. Ja. Ja, das stimmt. Das glaube ich auch, dass es zumindest irgendwie immer besser wird oder immer mehr in die Richtung geht. Ja. Kannst du noch sagen, weil dann hattest du ja wahrscheinlich irgendwie wahnsinnig viele Angebote, wonach du die dann ausgesucht hast? Also hast du da irgendwie auch, weißt du, dass du so, hast du da irgendwas, wie du in dich reinspürst, was dann für dich ein gutes Projekt ist? Ja, also ich konnte gar nicht alles bedienen, was ich angeboten bekommen hatte. Und das liegt eben auch daran, dass ich von Anfang an ja alleinerziehende Mutter war. Und ich bin auch wahnsinnig gerne Mutter und nehme diese Aufgabe auch sehr, sehr ernst. Und habe mir das deswegen so gelegt, dass ich einfach die meiste Zeit mit meinem Kind bin. Also konnte dann das ja auch so legen, dass ich sonst nicht gearbeitet habe und dann immer eben so pro Monat vielleicht ein großes Projekt, wo dann meine tolle Familie mich dann mit supportet hat. Deswegen ganz klar habe ich auch entschieden, die Projekte nach dem, was überhaupt möglich ist, mit Kind. Also ganz klar.
Also ich glaube, ich könnte auch noch an einem ganz anderen Punkt sein, hätte ich dieses Kind nicht, und das wollte, würde ich aber auch gar nicht wollen. Also das wäre gar nicht meine, also ich fühle mich als Mutter genauso berufen wie als Künstlerin. Hm. Und auch in meiner Familie sehr eng, als Familienmitglied fühle ich mich auch genauso berufen. Genau, und eigentlich kommen schon ganz spezielle Menschen auf mich zu. Und deswegen war eigentlich bisher jedes Projekt so, dass ich gesagt habe, es passt, weil man muss ja jemand sein, der auf der einen Seite davon angesprochen ist. Das heißt, er ist ja schon von meiner Art zu fühlen angesprochen, weil ich finde, man merkt schon, wie ich bin und wie ich fühle, wenn man die Bilder sieht. Und man muss auch sehr mutig sein, weil man kriegt ja eben keine Illustration vorher. Und man muss eben jemand sein, der sagt, ja, klar, hier ist die Wand, mach. Mhm. Ich vertraue dir. Also deswegen sind es immer mutige Menschen im Vertrauen, die meine Ästhetik mögen. Und somit waren eigentlich alle Projekte toll. Ja, und was ich mir auch schön vorstelle, ist dieses, dass es ja dann wahrscheinlich für die Menschen, die dich beauftragen, halt auch immer irgendwie Herzensprojekte sind, ne? Genau wie du vorhin gesagt hast, so dieses, wenn das dann, ja, vielleicht gut, bei den Wasserwerken jetzt vielleicht nicht oder weiß ich nicht, aber so, ich stelle mir das halt so vor, weißt du, wenn du irgendwie ein Restaurant hast oder irgendwie einfach was Eigenes gestaltest oder da selber eine große Vision hast für diese Räume, in denen du dich bewegst, dann ist das ja auch nochmal eine andere Energie, als wenn jemand irgendwie sagt, ja, mal halt irgendwie was. Ja, also bei den Wasserwerken und bei der Börse waren eben die Interior Designer diejenigen, die mich beauftragt haben, und es waren sehr wohl auch ganz große Herzensprojekte von denen. Ja, hatte ich dann doch auch wieder den Kontakt mit Leidenschaft und Herz, der genauso wie bei Privatpersonen war. Also derjenige, der mich bucht, auch wenn es für was Größeres ist, ist dann wieder derjenige mit der Leidenschaft und mit dem Herz und der eine Vision hat und der, mit dem es Spaß macht, in Aktion zu gehen. So. Ja, ja, auch voll schön. Hast du abschließend noch irgendwie einen Tipp für jemand, der vielleicht irgendwie so kurz davor ist, seiner Kreativität oder der seiner Kreativität gerne mehr Raum geben möchte oder gerne mehr seiner, vielleicht auch einfach seiner Intuition folgen möchte und irgendwie sich aber noch nicht so richtig traut? Ich glaube, was mein Trick immer war, und jetzt zum Beispiel schwanger habe ich auch das nächste Projekt, was ich noch nicht erzähle, aber was auch schon wieder meine große neue Vision ist. Und mein Trick bei allen neuen Visionen, die ich immer so habe, ist, dass ich es versuche, so schnell wie möglich, so greifbar wie möglich für mich zu machen. Also ich entwickle zum Beispiel eine Homepage, bevor ich überhaupt nur eine Sache habe. Also ich erschaffe mir eine Realität davon, die für mich schon so sehr Realität ist, dass dann ich nur noch nacharbeiten muss. Also wenn man was eröffnen möchte, dann mach als erstes dein Logo. Zeig als erstes, wer du bist. Das musst du ja noch nicht jemandem zeigen, aber zeig für dich selber, was da drin steckt. Und vor allen Dingen, wir können eigentlich alle manifestieren, aber das ist eben etwas, was man auch üben kann. Und dann such dir die Bilder zusammen, mach die Moodboards, such dir einen Partner, mit dem du das dir weiter erdenken kannst. Such dir auch jemand, der mal nachfragt, und wie weit bist du schon, weil das ist auch hilfreich. Das soll einen nicht unter Druck setzen, das auf gar keinen Fall, aber vielleicht doch, dass man dann auch irgendwie am Ball bleibt, weil man schon das einmal ausgesprochen hat. Also alles, was man ausspricht, alles, was man schon kreiert hat dazu, ist so eine große Manifestation, dass man dann vielleicht nur wieder Schritt für Schritt dann da hingehen muss. Und dann ist alles auch irgendwie klar. Also wenn man einmal weiß und sich gezeigt hat, wie es in Realität aussehen könnte, dann muss man immer nur überlegen, was ist jetzt der Schritt, den ich heute machen kann oder diese Woche. Und vor allen Dingen, es sieht immer so aus, als wenn ich wahnsinnig viel mache. Und es sieht auch immer so aus, als wenn ich wahnsinnig viel schon erschaffen habe. Aber ich gönne mir dazwischen wirklich immer Zeit der Ruhe. Also ich mache das alles in Ruhe. Ich ruhe mich aus, ruhe mich aus, ruhe mich aus, mach was Großes. Ich ruhe mich aus, ruhe mich aus, ruhe mich aus, was macht's Großes. Also
Das muss nicht jeder so machen. Manche können auch lieber viele kleine Schritte hintereinander machen. Ich kann besser so. Aber dann kann man auch herzlich mit sich sein und sagen, okay, ich darf aber jetzt mich auch ausruhen, weil ich bin der Typ dafür, dass ich mich gerne ausruhe, zum Beispiel. Aber ich glaube, das kommt auch in so ein Business. Ne? Wenn man sich zu viel Druck wieder macht, dann scheitert man schon fast wieder an dem Druck, weil der so groß wird, dass man denkt, ich kann es gar nicht so erschaffen. Also ich glaube, solche Zeiten, wo man einfach nur an die Decke guckt, sind auch wichtig, um sich diesen Bild zu erschaffen, diesen Traum, um überhaupt zu wissen, wo es hingehen soll oder wie es aussehen soll, wie es sich anfühlt. Man kann auch reinfühlen und so. Ja. Und ich glaube, je spürbar man das macht und je visuell greifbar man das macht, desto schneller kommt man dahin. Auch wenn man nicht schnell ist. Das wäre so mein Tipp. Aber der ist ja persönlich. Also ich weiß nicht, ob jeder das so umsetzen würde, aber ich glaube, dass das jeder anders vielleicht dann vielleicht da reinkommt. So. Ja, aber ich, also das ist ja voll, also ich finde den super. Und also das heißt, du würdest irgendwie sagen, oder ist das für dich irgendwie wirklich, wie Manifestieren dann auch funktioniert? Also dieses, dass du wirklich quasi vorher das in dir visuell greifbar machst, dass du es schon hören, spüren, schmecken kannst, dass du es so klar quasi vor deinem inneren Auge hast, dass du danach dann einfach nur noch quasi umsetzt, was du eigentlich vor deinem inneren Auge schon gesehen hast. Genau, also wenn es ein Ziel ist, was zum Beispiel, als ich mit meinem Kind dann ja war und ich wusste überhaupt nicht, wo es war, wusste ich erst nicht, wo es hingeht. Und dann kam aber diese Idee von Kunst und dann war es ja noch ganz unklar. Ne? Erst in dem Moment, da war ich noch ganz offen in dem Bild. Da habe ich das Bild sehr, sehr offen gelassen. Da war einfach nur das Ziel, das in dem Moment zu sein. Also da war kein Ziel da. Aber die Zeit habe ich mir genommen. Aber meistens, wenn man ein Business vorhat, dann ist man ja schon daran vorbei. Also die erste Phase ist dann ja schon um. Und bei mir wäre dann ja die erste Phase gewesen, in dem Moment, wo ich dieses große Gemälde gemacht habe oder die zweite Wand gemacht habe, bei der ersten auch noch nicht, sondern die zweite Wand, und dann gemerkt habe, oh, das ist was für mich und jetzt will ich damit raus oder jetzt kann ich es mir vorstellen, vielleicht eher sogar nach dem großen, allergrößten Gemälde. Und als ich dann, und dann habe ich es mir vorstellen können. Und dann hatte ich natürlich auch meine Vision und Ziele und bin dann dahin gegangen. Also dann habe ich auch immer weiter darauf hingearbeitet. Genau, aber vielleicht erst das offen lassen, aber wenn man dann weiß, wo es hingeht, dann ist Manifestieren das. Und ich glaube, Manifestieren geht eben ja nicht nur in der Schöpferkraft oder im Business, sondern auch, ich glaube, es ist auch immer wieder zu überlegen, was ist eigentlich für mich Reichtum, was ist für mich Erfolg? Weil es kann ja auch sein, dass es gar nicht das große Business ist. Bei mir war eben Reichtum auch, viel Zeit mit meinem Kind zu haben. Ja. Und deswegen... Und Erfolg auch, viel Zeit mit meinem Kind zu haben und auch eine Mutter sein zu können. Ja. Und dementsprechend habe ich ja mein Business auch aufgebaut. Mhm. Also das kam ja mit da rein. Das heißt, ich glaube, die Frage, was ist für mich Erfolg, was ist für mich Reichtum, spielt auch immer mit. Und dann kann man sich das im Ganzen manifestieren. Ich habe mir eben auch was manifestiert, wo ich viel mit meinem Kind sein kann, wo ich ganz viel Freizeit habe und dann trotzdem meine Leidenschaft leben kann. Also das gehörte mit zu meiner Manifestation. Ja, voll gut. Und ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast mit diesen Ruhephasen, ist auch irgendwie so wichtig. Und dieses, und ich glaube auch so dieses, dass man sich die Ruhephase nimmt um der Ruhephase willen, weißt du, und nicht irgendwie schon mit dieser Intention, ja, okay, ich mache jetzt nichts, aber nur damit dann die Ideen sprudeln, ja, damit es dann umso besser wird, weißt du, weil dann setzt man sich ja auch schon wieder unter Druck. Ja, das stimmt. Sondern einfach nur mal so dieses Loslassen können in dem Moment und sagen können, okay, dann ist halt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so ähnlich wie bei Frühling, Sommer, Herbst und Winter, weißt du, dass man halt so eine Phase hat, wo man mal sagt, okay, und jetzt ist halt irgendwie die Ruhephase und dann kommt auch irgendwann wieder der Frühling. Aber wie es immer so schön heißt, das Gras wächst ja nicht schneller, nur weil du dran ziehst, ne? Also genau. Also ich nehme immer gerne das Bild vom Schmetterling und der ist eben auch lange in der Puppe und der kann nur so schön sein, weil er sich einpuppt und wirklich gar nichts macht. Also da frisst er nicht, da macht er gar nichts. Also die ist einfach nur in der Puppe und danach kann man wieder fliegen und dann geht es bei mir wieder von vorne los. Also es ist immer wie so eine immer wieder kommende Transformation zwischen Raupe und Schmetterling. Und die Raupe ist auch wichtig, weil die Raupe ist eben auch
dieses Familienleben für mich. Ne? Man schläft, man isst, man geht weiter. In der Zeit muss auch nicht viel Kreatives passieren. Es passiert sicherlich in einem was, aber ich muss nicht große Sachen malen oder sowas, sondern es ist auch okay, eine ganze Zeit lang einfach Raupe zu sein. Und dann ist es auch mal eine ganze Zeit lang okay, in der Puppe zu sein. Und dann kann man wieder fliegen. Ja, voll schön. Das ist ein schönes Bild. Ja. Ach, so schön. Willst du am Ende noch ganz kurz sagen, gibt es noch irgendein cooles neues Projekt, auf das du dich freust? Oder hast du irgendwas, hast du irgendeine neue große Vision, irgendwas, wo du als nächstes hin willst? Ja, also du siehst mich ja, also meine neue große Vision ist auf jeden Fall mein dicker Babybauch, den ich gerade habe. Aber ich habe mir auch schon was vorgenommen in der Zeit jetzt, die noch bleibt, bis er zur Welt kommt und auch in der ersten Zeit, weil gar nichts machen kann ich dann, glaube ich, auch nicht. Und ich würde gerade euch sagen, also es wird auf jeden Fall, es wird ein Kinderbuch und es wird eigentlich genau das, dass ich Kinder dahin bringen möchte, dass sie Freigeister sein dürfen. Ach, wie schön, wie schön. Ja, cool. Dann können wir alle ganz, ganz gespannt deinen Instagram-Feed verfolgen, weil da würde man es ja dann irgendwann mitbekommen, wenn das dann greifbar wird für uns alle. Genau. Ich freue mich sehr drauf. Und ganz lieben Dank für dieses schöne Interview. Ich fand es richtig schön. Ich habe ganz viel für mich mitgenommen. Und ich hoffe, dass ganz viele deinen tollen Instagram-Feed, ich werde den natürlich verlinken, sich dann irgendwie angucken oder vielleicht auch doch deine Webseite, auch wenn ich dir recht gebe, dass man nicht mehr so viel auf Webseiten ist. Aber ich werde es auf alle Fälle alles in die Shownotes packen und freue mich auf ganz viel. Ach so, eine Frage noch im Abschluss. Machst du das auch für Private oder machst du das nur für Unternehmen oder also quasi Gewerbe? Ja, ich habe auch einige Privatpersonen schon gehabt, und das macht mir genauso viel Freude. Also mir, es ist ja die Wand und es ist der Mensch und das heißt, da mache ich auch keine Unterschiede. Ja, cool. Ja, das ist doch super. Dann kann ich ja gleich noch da reinschreiben oder das findet man dann über die Webseite, ne? Wie man mit dir in Kontakt treten könnte, wenn man, super. Dann packe ich das da alles rein und tausend Dank für das schöne Interview. Ja, ich danke dir. Ich bin am Strahlen. Ich freue mich gerade. Sehr schön, ich auch. Dann bis ganz bald. Ja, ich freue mich. Danke. Ja, tschüss. Tschüss. Hey, ich hoffe, das Interview hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wenn du jetzt an so einem Punkt bist, wo du denkst so, oh Mann, ich würde auch so gerne mein eigenes Business starten, aber ich kann mich irgendwie nicht so richtig entscheiden, mich interessieren so viele Dinge und ich weiß irgendwie nicht so richtig, was könnte es dann wirklich sein, mit dem ich starten könnte? Was könnte meine Positionierung sein? Wer könnte mein Traumklient sein? Wie finde ich die dann überhaupt? Und wie lege ich dann eigentlich Preise zum Beispiel auch fest, die dann dafür sorgen, dass mir mein Business auch Spaß macht und das auch finanziell ein Erfolg wird. Wenn das Gedanken sind, die du hast und mit denen du dich rumschlägst, dann schreib mir einfach eine Nachricht unter hello@annika-seidenfaden.com und wir telefonieren erstmal und gucken und vielleicht ist ja das Oh Yes, My Business Coaching genau das Richtige für dich, damit du endlich dein eigenes Business starten kannst.